Ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich gerade auf dem Friedhof, Zentralfriedhof in Wien. Das ist eigentlich eine wunderschöne Parkanlage. Aber die Gräber erinnern einen an den Tod, dass wir irgendwann einmal nicht mehr hier sein werden. Und auch die Bibel sagt, wir sollen uns erinnern daran, dass wir mal sterben werden. An einer anderen Stelle sagt sie, der Mensch ist wie das Gras, ja. Einmal geht der Wind darüber und dann ist es nicht mehr da. Wir sind einfach vergänglich. Und diese Gräber, ich weiß noch nicht, ob es da noch Leute gibt, die sie besuchen oder noch an diese Menschen denken, aber bei Gott ist kein Mensch vergessen, keine Seele. Er kennt jeden, sieht jeden, hat alles und jeden vor Augen. Und das ist unsere Hoffnung. Und ich bin Gott so dankbar, dass er durch Jesus uns eine Möglichkeit gegeben hat, dass wir Gott kennenlernen können, dass wir mit ihm in eine Beziehung treten können, dass wir ja uns mit ihm versöhnen können. Und es ist so wichtig, dass wir das tun in der Zeit, wo wir auf dieser Erde sind. Ja, das Leben ist kurz und das Wichtigste ist die Versöhnung mit Gott. Ja, das ist eine Verantwortung, die jeder für sich hat. Und dann, ja, bin ich froh, dass viele Menschen diesen Schritt, diese Entscheidung treffen, dass sie erkennen, Jesus ist für sie am Kreuz gestorben, die Sünden sind vergeben und sie nehmen diese Vergebung in Anspruch und treten mit Gott in eine Beziehung. Ja, es ist ein sehr berühmtes Gebet, das Vater Unser, das viele beten. Und ich weiß nicht, wie viele es wirklich von Herzen her beten oder von Herzen her verstanden haben, aber es beginnt mit unser Vater. Das heißt, durch Jesus können wir mit Gott in eine Beziehung treten, wo er der Vater ist und ich sein Kind. Ja, das ist ein Geschenk und diese Art von Beziehung möchte er haben. Dann geht aber das Gebet weiter, geheiligt werde dein Name. Und ich merke gerade, wie meinem Herzen, obwohl ich eine Beziehung mit Gott habe, noch viele Zweifel sind, dass ich einfach auch Gott viele Vorwürfe mache und auch eine Verbitterung in meinem Herzen ist. Ja. Und da ist diese zweite Aussage vom Vater Unser so wichtig. Ja. Geheiligt werde dein Name, weil die Wahrheit ist, Gott ist gut und nur gut. Er ist gerecht, wahrhaftig, treu. In ihm, in seinem Wesen, ja, ist nichts Schlechtes. Da ist nichts auszusetzen. Und genau das ist so wichtig, dass wir das in unserem Herzen verstehen. Ja, ich kann es intellektuell sagen, aber unser Herz ist oft krummelig und macht Gott Vorwürfe und ist verbittert. Und darum ist dieser zweite Teil vom Gebet, geheiligt werde dein Name, eigentlich ganz, ganz wichtig, dass wir Gott in Ehre halten und ihn ehren und verehren und immer wieder und wieder unser Herz freimachen von Vorwürfen, von Verbitterung. Und ja, das habe ich gerade auch gemacht im Gebet und möchte dich ermutigen, auch zu forschen und Gott einzuladen, seinen Heiligen Geist zu sagen, wo denke ich noch falsch über dich? Wo habe ich noch Vorwürfe, die Lügen sind? Und ich bitte dich, heilige deinen Namen in meinem Herzen. Und dann, ja, ist unser Herz rein und wir werden Gott schauen. Ja. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und das wird uns umhauen, weil Gott ist der Hammer. Und ja, er ist ein ewiger Gott und er ist ein Gott, der möchte, dass wir leben, auch wenn wir sterben. Und dafür hat Jesus gesorgt. Und dafür sei ihm Dank in alle Ewigkeit. Seid gesegnet.